Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Genau, bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Großbritannien und gerade dabei, unseren Krieg gegen die Ottos abzuschließen. Also ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, insgesamt sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg. Was hat er mit seiner Flotte da gemacht? Wo fährt denn die gerade hin? Küste von Palästina. Okay, fantastisch. Dann fahr du mal schnell hier hoch. Lass dich bitte nicht abfangen. Das ist ein kleines Schiffchen, was wir erwischen werden. Und dann kannst du nämlich schnell hier hin und hier hin. Dann haben wir gleich unseren Weg nach Anatolien offen. Fantastisch. Dann kannst du eigentlich wieder hier rüber. So, und die ganzen kleinen Stöpsel, die kommen alle bitte hier hin. Und wie viel Truppen hast du jetzt noch? 91.000, cool. Und davon sind 30, 50, 60, 70 hier. Das heißt also irgendwo noch 20 hier unten oder so. Heißt dann für mich, du gehst nach Sinope, du gehst nach Ichel. Du gehst hier hin und du verteilst dich hier so ein bisschen. Ja, schön wird's, wenn wir, nachdem ja Kastilien mit uns das Bündnis gebrochen hat, wenn wir dann im nächsten Anlauf Neapel so die ein oder anderen Ländereien zurückgeben werden. Das wird bestimmt lustig. Ich hatte noch überlegt, ob wir Katalonien angreifen. Überlegenheit demonstrieren ist tatsächlich noch eine halbwegs brauchbare Sache, aber wir müssen auch ein bisschen auf unsere aggressive Expansion gucken und gerade wenn wir also Neapel an Neapel zurückgeben wollen und Kastilien schröpfen, dann finden das viele andere. 23 haben wir hier, das geht noch halbwegs, 25. Dann lassen wir das vielleicht tatsächlich mit Katalonien sogar noch und überlegen uns lieber eher, wie wir Kastilien angreifen. Könnte sinnvoller sein. Ja, diese Festung hier bitte und diese Festung hier bitte. Das wollen wir gerne so mitnehmen. Kannst du mal einen vorsichtigen Schritt hier rüber tun. Genau, so, jetzt ist hier der Fuchs im Hühnerstall und wir... Ah, okay, gut, ne. Ne, bleib da, es passt schon. Obwohl, warte. Geh hier hin, dann passt's auch. Wir hindern ihn jetzt daran, dass er hier unten lang kann. Hier sterben irgendwelche Befehlshaber bei mir. Aber das muss ein Admiral gewesen sein, fürchte ich. Nee, es war tatsächlich ein normaler General. Hier, der hier drin war. Gucken wir mal, was können wir denn da so würfeln? Okay, besser. Flottentradition auch mal toll. Aber der will jetzt die Festung da oben noch. Ich weiß nicht. Mal schauen, ist das so ein realistisches Vorhaben? Oh, welche Festung haben wir verloren? Ah, da oben. Schade.
Aber wir haben Sinop erobert. Cool. Sinop. Wir haben mal wieder ein bisschen was an Kultur geändert. Auch toll. Du willst noch nicht, okay. Du möchtest noch nicht. Aber ich würde ganz gerne. Zählt das denn gar nichts? So, im Rädchen haben wir. Aber dahin kommen wir noch nicht. Ja, das ist doof. Dann ab hier hin. Wir kriegen ja bereits einen Ticking War Score, weil wir die Mehrzahl an Landgefechten gewonnen haben. Ich bin da stolz drauf. Denn ich habe mich da nicht immer mit Ruhm bekleckert in diesem Durchlauf. Um welche Provinz geht's? Hier, Handelseinfluss. Sonst brauchen wir das doch bei diesen Handelshäusern gar nicht, ne? Vielleicht gucken wir mal gerade, gibt es hier noch... Ja, das kannst du zum Handelshaus hinzufügen. Gut, das hat hier geklappt. Das sind alles Handelshäuser. Da muss man natürlich auch... Das habe ich jetzt noch nicht so gewissenhaft gemacht, diese Handelshäuser. Müssen wir natürlich auch... Das mal ganz kurz... Habe ich das markiert? Das habe ich auch markiert, okay. Diese Handelshäuser muss man natürlich auch ausbauen. Und das habe ich zum Beispiel noch gar nicht großartig angegangen. Das ist auf jeden Fall was, was noch auf meiner To-Do-Liste steht. Jetzt versuchen wir hier erstmal noch ein bisschen weiter diese Festung zu bilden. Warum geht das nicht? Weil da noch eine Armee draufsteht, okay. Lauf du doch mal dahin. 33 Kirchen oder Innovationsfähigkeit natürlich, klar. Das ist so eine krasse, das ist so eine krasse Prestigemühle, ne? Das mit den... Die können nicht raus. Mara will nicht. Ja, schade. Mit dem Konvertieren, also echt krass. Die besetzen jetzt ganz viele Provinzen da oben wieder zurück, aber wir besetzen hier auch ganz, ganz viele Provinzen und treiben damit den Kriegsstand nach oben. Und der Rest dann bitte hier hin. Warte mal, bedingungslose Kapitulation wollte ich nicht. Aber guck mal, das hier sieht doch gut aus. Er schrumpft sich gesund. Wir bekommen AE mit den Ottos und das war's ansonsten. Und den Mamas noch, die könnten auch noch eine Koalition machen, ne? Sollen wir recht sein. So. Cool, oder? Leute, 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 wir haben mal wieder was zurückgeholt. Aber es ist noch viel zu tun, ne? Es ist noch viel zu tun, das ist einfach so ein krasser Blob, ne? Boah, guck dir das an. Und wir können hier so viel, rumkloppen, wie wir wollen. Das bleibt einfach anstrengend. Mailand und Sardinien machen mit. Österreich nicht, weil Schulden und hat irgendwie einen Waffenstillstand mit denen, ja. War ganz gut zu wissen, dass Portugal da mitmachen würde. Da nehmen wir dann den Kernprovinzen zurückerobern Kriegsgrund. Wir haben nur 3 Jahre Waffenstillstand mit Kastilien. Mit Katalonien legen wir uns jetzt natürlich noch nicht an. Müssen wir auch nicht machen.
Können aber mal gucken, was noch mit Bourbonnais, wollen wir die nur angreifen? Ja, die sind halt mit Katalonien verbündet, ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber vielleicht gucken wir auch erstmal. Also Neapel zurückzuholen, scheint mir hier erstmal so das Wichtigste. Das brauchen wir alles gar nicht, weil die Provinzen gehen alle an unsere Untertanen. Ah ja, und hier können wir Handelshäuser gründen. Sehr schön. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Diese Armee hier, wo steuert die am besten hin? Was ist unser nächster Krieg in Europa? Das ist der Krieg gegen Kastilien, ne? Das ist der Krieg gegen Kastilien. Das heißt also, du läufst hierhin. Nein, hierhin und hierhin. Und so bitte einmal drum rumschlängeln, ja? Solange du da noch so wunderschön exiliert bist. Danke. So, dann läufst du so rum. Die sollen ja nicht alle so übereinander trampeln. Ist ja egal, ne? So, und die anderen Truppen tatsächlich, die können sich wirklich hier unten versammeln. Wobei, warte mal kurz. Das ist, da fehlt eine Hottehü und so jetzt, dann sind das 24. So, und dann fehlen da jetzt noch zwei Infanterieregimenter irgendwo. Die kannst du hier hinschicken, ne? 24 und dann sind wir bei 28. Ja, ihr lauft bitte einmal gerade und ihr lauft bitte gerade einmal alle zusammen hier runter. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Kastilien ist verbündet mit Mailand, Sardinien und Dingens. Ja, dann werden wir jetzt Kastilien rivalisieren. Sie wollten es so haben. Wer ist jetzt illoyal geworden? Die 13 Kolonien mal wieder. Ja, wenn wir mal die Zölle reduzieren. Ah, du hast einen neuen Rivalen. Nimm das. Das ist schon ein bisschen doof. Okay, Entwicklung bündeln und so weiter. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz erstmal Byzanz ein paar Provinzen zusprechen, ne? Zwei. So, die haben jetzt 54 AE. Gut. Wir stellen jetzt einfach das Byzantinische Reich wieder her. Oder so ähnlich, ne? Dann werden wir einmal deine Schulden tilgen.
Das war nur ein Anspruch von uns, ne? Das sind Ansprüche von Bulgarien und das ist auch ein Anspruch von uns. Das können wir koren, das ist okay. So, wo ist Bulgarien da? Provinz zusprechen. Also, das. 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 Und das. Und deine Schulden tilgen wir übrigens auch noch. Cool, oder? Das passt doch so ganz gut eigentlich. Wie ist denn der Krieg in Dänemark und Polen ausgegangen? Der läuft noch. Bitte lass nicht Schweden frei. Bitte lass nicht Schweden frei. So, was machen wir jetzt mit, ja, ich glaube, Brabant ist der nächste wichtige Kandidat, den wir brauchen, ne? Da müssen wir jetzt auch ein bisschen was machen, weil die haben einfach noch den größten Einfluss bei uns am Hafen. Und wir haben ja das Reich nicht ohne Grund aufgelöst. Also ich denke schon, hier müssten wir auch noch was tun. Zumindest nicht so wahnsinnig viel erobern, aber so zwei, drei Provinzen sollten wir uns da schon wegschnappen. Was machen wir noch? Der Waffenstillstand mit Korsika ist vorbei. Da hat Valencia jetzt einen Anspruch drauf und der Waffenstillstand mit Sardinien ist vorbei, da hat Valencia auch einen Anspruch drauf. Du bist verbündet mit Kastilien. Das heißt also, das könnte eine Option sein, aber das ist ein, ja. Ich weiß nicht. Und wie sieht es mit Korsika aus? Die sind mit Katalonien verbündet. Das ist dann aber ein Krieg, wo ich Diplomatie-Macht ausgeben müsste. Das will ich nicht unbedingt. Momentan macht das nicht so viel aus mit den Vasallen, weil wir ja eigentlich durch unsere Vasallen profitieren, nicht wahr? Also wir könnten überlegen, Bulgarien zu annektieren jetzt als nächstes und dann Ungarn freizulassen. Wobei wir wahrscheinlich auch die rumänischen Provinzen an Bulgarien abtreten könnten. Aber da könnte man auch genauso gut die Walachei entlassen. Das sind ja auch keine schlechten Provinzen. Serbien entlassen wir relativ ungünstig. Vielleicht schaffen wir es noch, die serbischen Provinzen an Bulgarien abzutreten. Ja, gucken wir mal. Sfax kriegt eine Revolte. Okay. Ey, Moment mal. Warum lauft ihr mal hier runter? Die Flotte kommt mal wieder hier hin. Nee, 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 du wirst keine Mark, mein Freund. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wir könnten selbst Ansprüche hier fingieren. Das Problem ist, wenn wir Diplomaten dahin schicken, sind die 300 Tage, also über 100 Tage irgendwie unterwegs, ne? Das ist ja ungünstig. Diplomatische Beleidigung, Überlegenheit demonstrieren. Das ist alles albern, ne? Dann lieber hier weiter kämpfen und unser Handelshaus stärken, ne? Sunda hat sich hier ganz gut breit gemacht. Aber ich könnte mir hier tatsächlich auch eher vorstellen, dass wir uns mit Brunei Sulu und so anlegen hier, ne? Brunei hat auch nicht mehr viel tatsächlich. Die haben nur noch zwei Provinzen hier oben. Wir haben halt noch unsere. Wir haben noch unsere Transportflotte hier. Die müssten wir eigentlich auch mal aufwerten. Was kostet das denn? 362. Dann macht es mal. Macht dann mal einen Diplomaten. Diplomaten, sage ich schon. Einen Admiral mit schön viel Manöver rein. Der kann es auch mal aufwerten. Das müssen wir bei Zeiten auch mal mit den anderen Schiffen noch machen. Wir haben so viele Flotten, ne? So, das ist so ein 18-6-Dingsbums. Genau, das passt doch eigentlich.
dann schickst du den bitte auch noch einmal hier fein säuberlich um alles drumrum und dann hier hoch. So, was fehlt da jetzt in dieser Armee? Zwei Infanterie. Das sind die, die hier ankommen, ne? Dann lauf du hier hin. So, und das ist so ein Stack, den wir noch auf so ein 18er, Entschuldigung, auf so ein 28er draufpacken, ne? Damit wir dann wieder so ein 42er Stack haben, ja, ja. Und hier hin, bitte. So geht's, ne? Cool. Alles klar. Diese Flotte brauchen wir dann aber eigentlich hier drüben. Der Typ ist down gegangen, das ist gar nicht so schlimm. Wir nehmen den, der uns den Unterhalt reduziert. Der bezahlt nämlich für sich selbst. Sozusagen. So. Was machen wir noch mit unseren Söldnern hier drüben? Mit denen müssten wir natürlich auch noch irgendwas machen, ne? Fünf Verwüstungen in Brunei, bitte. Ja, also da gebe ich jetzt die Kohle jetzt mal gerade nicht für aus. Ist mir kein... Jetzt gerade nicht... den Umstand wert. Eine Armee hier drüben zu haben, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil hier bestimmt Revolten kommen werden. Bleib doch mal gerade hier in der Nähe. Krass, dass die immer noch ineinander reinlaufen, ne? Mach mal den Anführer hier raus, dann ist der ein bisschen langsamer als die andere Armee. Dann würde ich mal heiraten. Sind wir noch verheiratet? Nicht mehr, ne? Heißt das dann, wir haben eine diplomatische Beziehung frei? Nö, das passt genau gerade, ne? Ja, das ist halt die Frage, wie dringend das ist, dass wir jetzt Valencia hier annektieren. Wir können noch ein bisschen warten, schätze ich. Twerke du? Ah. Das Erzbistum Franken wurde hier gegründet, okay. Verbessern mal die Beziehungen mit Polen. Und vielleicht auch noch mit Russland. Russland könnte noch ganz hilfreich sein als Verbündeter vielleicht, ne? Ich meine, die werden uns wahrscheinlich gar nicht so viel helfen, aber... 32 Monate. Dann sollten wir bald unser goldenes Zeitalter beginnen. Amsterdam gewinnt einen Sitz im Parlament? Warum? Von mir aus. Warum schützt du nicht den Handel in Bordeaux? Wie steht das hier auf 40? Einem puzzelt. Thank you.
Hast es auch versucht, ne? Nix kriegst du, Österreich. Nix kriegst du. Cool, okay. Wir machen hier nochmal einen kurzen Cut, sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dann, sag ich mal's gut und Pax Vobiscum, Valete.